Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer, zum jetzigen JFD Live Trading TV am Morgen des Dienstags. Wir sehen einen DAX außer Rand und Band mit starker Wolla, mit starken Abgaben und ja, die Performance bisher spricht klar dafür und die Tendenz, die wir gestern schon auswarfen im Sinne dessen, dass der DAX wohl weiter zurücksetzen wird, erfüllte sich. Aber obgleich die positive Divergenz, die wir gestern im Stundenchart auch ansprachen, hier dann auch relativ rasch mit Ausbruch über diesen kurzfristigen Abwärtstrend, über diesen Abwärtstrendkanal, der sich hier kurzfristig etabliert hat, dann tatsächlich zu Buche schlug und der DAX hier die Marke von 10.000 Punkten nochmals attackierte. Dieses Level ist es weiterhin, was runder Natur hier sicherlich eine Hürde darstellt und das wurde mit dem gestrigen Move eigentlich bestätigt. Der DAX also hier unterhalb von 10.000 weiter rückschlagsgefährdet. Es kam noch nicht mal zu einem starken Anstieg Richtung 10.100, was dann hier als signifikanter Widerstand zu werten ist. Tatsache jetzt hier die Round Number mehrfach bestätigt und insofern hier unter Intraday-Gesichtspunkten sicherlich die nächste harte Hürde, sofern es eine Erholung gibt. Jetzt sind wir aber deutlich drunter und die Erfüllung dessen, dass wir hier weiter in Richtung der Verlaufstiefs absinken, der jüngsten bestätigte sich. Das Tief hier, wo wir uns mal rausscrollen, vom Anfang September ist eigentlich jetzt hier relativiert als Unterstützungsmarke, als mögliches Unterstützungslevel. Insofern machen wir das Rechteck mal raus. Auch die Fibos werden wir jetzt mal ein Stück weit anpassen. Und da schauen wir jetzt mal hier auf das aktuelle Bild. Tatsache ist, wir haben möglicherweise noch nicht das finale Tief gefunden. Das muss man jetzt nochmal abwarten, was der Markt uns hier noch darbietet. Letztlich mit der aktuellen Schwäche hier und dem Touch der Marke von 10.000, hier mit diesem hervorragenden Shooting Star in der 24-Stunden-Indikation direkt am Level von 10.000 Punkten. Hervorragend. Also hier war sicherlich spekulativ einiges möglich. Interessant jetzt, dass der DAX sich hier am Tief der Kerze hier von gestern, der 10 Uhr Kerze hier von gestern zu stabilisieren versucht. Letztlich muss man mal abwarten, was jetzt hier dann das Ende schlägt. Tatsache ist, wenn der Markt hier am gestrigen Tagestief jetzt nicht weiter zurückfällt, ist hier ein kurzfristiger Rebound möglich. Ja, der könnte unter Intraday-Gesichtspunkten, deswegen machen wir die Sendung, damit wir das im DAX hier mal ein Stück weit eingrenzen, der könnte theoretisch hier in Richtung 9.890 etwa gehen. Da haben wir eine kleine Horizontalhürde. Auch hier im kurzfristigen Stundenchart kann man theoretisch, wenn es keine neuen Tiefs gibt, hier Fibos mal skizzieren. Ja, da hätten wir das 50er Level. Sofern es keine neuen Tiefs gibt, ist das Level hier um 9.900 roundabout eine schöne Möglichkeit, hier wieder einen Reshort zu bekommen. Also insofern hier ganz interessant, dass wir hier möglicherweise beim DAX nochmal eine Chance bekommen, hier Short reinzugehen, wenn der Markt hier sich nochmal erholt. Das hat aber gestern dann auch nicht getan, also darauf zu hoffen ist immer relativ. Aber Tatsache hier in diesem Gitterbereich um 9.900 wäre eine schöne Short-Chance sicherlich gegeben. Andernfalls, wenn wir das gestrige Tagestief aufgeben, und das machen wir jetzt mal hier mit Fix. Das war hier exakt der Bereich 9.783,30. War das mal punktuell. Ja, wenn diese Zone hier aufgegeben wird, dann muss man davon ausgehen, dass hier Round Number technisch relativ schnell die 9,7 auf der Agenda steht. Und das kann man nicht ausschließen im Sinne des aktuell starken Abwärtsmomentums. Der Markt also hier, so wie wir es gestern praktisch auch schon erahnt hatten, weiter schwach und das dürfte auch tatsächlich so bleiben. Ich glaube noch nicht, dass der DAX hier fertig ist mit seiner Korrektur nach unten und genau das werden wir auch hier im Tagesschart nochmal herauskristallisieren. Hier haben wir es nochmal sehr schön. Blaue Tendenzfall, jawohl, hier ist eigentlich alles im Plan. Der Markt läuft hier sauber nach unten und spiegelt hier insofern das Level von 9.700 als kurzfristiges Level durchaus wider. Ich bleibe dabei, die 9.400 ist sicherlich mit Blick auf die kommenden Tage, vielleicht auch schon früher, ich will nicht Wochen sagen, weil ich mir eher erwarte, dass das relativ schnell passiert, zu erwarten. Und der DAX bleibt also insbesondere unterhalb der 10.000-Punkte-Marke hier weiter short ausgerichtet. Ja. Amerikaner werden wir nachher auch nochmal unter die Lupe nehmen. DAX, wie gesagt, hier
Insofern ganz interessant, mal abwarten, was jetzt passiert am gestrigen Tagestief. Wenn er da durchrutscht, kann es, wie gesagt, nochmal ein Stück weit tiefer gehen. Das, meine lieben Zuschauer, wäre mal hier der Blick jetzt gewesen auf den deutschen Aktienmarkt. Nachher vielleicht noch eine Aktie oder eben dann später am Nachmittag die US-Indizes. Lassen Sie sich überraschen. Ich wünsche Ihnen erstmal ein gutes Händchen beim Anlegen. Ihr Christian Kämmerer, bis dahin und tschüss.